Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Avatarinnen und Avatare, kürzlich beschäftigte ich mich etwas näher mit dem Thema Fallmantelhydranten. Ich fand dies derart faszinierend, dass ich es Ihnen und Euch nicht vorenthalten möchte. Und weil dies meine Liebe zur deutschen Sprache erneut bekräftigte. Daher möchte ich nun einen kurzen und keineswegs nur technischen Text verlesen. Fallmantelhydrant. Überflurhydrant mit Fallmantel. Der Fallmantelhydrant ist eine Unterart der Überflurhydranten. Die B-Abgänge, die jeweils ein eigenes Absperrorgan haben, werden mit einem Fallmantel verdeckt, der sie vor Verschmutzungen und Beschädigungen schützt. Zur Inbetriebnahme des Hydranten wird mit dem Innendreikant am Hydrantenschlüssel ein Dreikant im Hydrantenkopf gelöst, wodurch der Fallmantel herabgeleitet und die oberen Entnahmeventile freigeht. Durch Drehen des gesamten Kopfes wird der Ventilkegel geöffnet. Die in der Säule enthaltene Luft entweicht durch das einströmende Wasser über ein Entlüftungsventil, auch Merkbolzen genannt. Der Merkbolzen verhindert auch das Verschließen des Fallmantels, bevor der Hydrant nicht geschlossen und die Wassersäule über die selbstständige Entleerung abgebaut wurde. So wird ein Einfrieren ebenfalls verhindert. Sorry. Klappmantelhydrant oder auch der Münchner. In München existieren sogenannte Klappmantelhydranten. Klappmantelhydranten, die zu Anfang des 19. Jahrhunderts installiert wurden. Heute existieren freilich nur noch wenige funktionsfähige Standrohre im Unterflurhydranten. Das Standrohr ist eine Armatur zur Wasserentnahme aus dem öffentlichen Wasserversorgungsnetz über Unterflurhydranten. Es besteht aus einem langen Standrohrunterteil mit einem Griffstück, einer Klauenmutter, am Fuße des Rohres, mit einem Dichtring, sowie einem kurzen Standrohroberteil mit Stopfbuchse und Stopfbuchsbrille. Oberhalb davon befinden sich zwei Niederschraubventile mit ein bis zwei Festkupplungen. Das Standrohr wird mit dem Griffstück durch Rechtsdrehen auf dem Hydrantensitz befestigt, wobei die Klauenmutter in der Klaue des Unterflurhydranten festgehalten und hochgeschraubt wird. Hochgeschraubt wird.
die Clown Mutter. Dadurch wird nämlich dieser Dichtring fest auf den Unterfuhrhydranten gepresst und schließt dies auch bei höheren Drücken dicht ab. Die Stopfbuchsbrille ist durch zwei Schrauben mit dem Griffstück verbunden. Somit kann das Standrohr-Oberteil durch die Stoffbuchse in eine günstigere Lage gedreht werden. Dies sollte aber grundsätzlich durch Rechtsdrehen geschehen, um zu verhindern, dass sich die Klauenmutter aus der Klaue herausdreht und das Standrohr unter Druck in die Höhe schießt. Die Festkupplungen ermöglichen es, zwei Schlauchleitungen an das Standrohr anzuschließen. Vor ihnen befinden sich die Niederschraubventile, welche in geöffnetem Zustand den gesamten Durchflussquerschnitt freigeben müssen. Dabei müssen auch etwaige Undichtigkeiten durch die Konstruktion der Ventile leicht zu beheben sein. Die Ventilteller sind drehbar und gegen selbstständiges Lösen gesichert. Liebe Avatarinnen und Avatare, sehr geehrte Damen und Herren, ich danke Ihnen nochmals für die Aufmerksamkeit und hoffe, dass auch Sie die deutsche Sprache und die Welt der Technik ein wenig neu erleben durften. Alles Gute in allen Welten. See you!